Und es warten ein wenig Shakes and Fidget auf S14. Endlich! Der heutige Tag muss gefeiert werden. Gebührend gefeiert werden, denn ich bekomme endlich ein übersichtliches, schön aufgeräumtes Inventar. Und außerdem kann ich nebenbei noch richtig viel Gold abstauben. Denn bei der Hexe sind heute Waffen dran. Da steht immer eine Zutat pro Tag. Wer auf dem neuen Server S38 spielt zum Beispiel, der kennt diese Schriftrollen noch gar nicht. Ab Level 66 kann man nämlich hier dieses seltsame Buch anklicken. Und dann muss man diesen Kessel befüllen. Und immer wenn man die richtigen Zutaten reinwirft, füllt sich dieser Kessel. Und wenn der bei 100% ist, kann man hier Schriftrollen freispielen. Da gibt es dann Verzauberungen für die ganzen Items. Zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte pro Abenteuer beim Hut. Dann 50% Chance auf Pilze extra erhöht in der Taverne. Reaktionswert 1, höher beginnt Kampf, bedeutet man bei Tavernenquests, Dungeons etc. beginnt man immer als Erster, weil die Gegner sowas nicht haben. Dann die Schuhe verkürzen die Missionszeit von jeder Quest um 30 Sekunden. Bei der Waffe gibt es mehr kritischen Schaden. Und hier, diese Verzauberung ist die unnötigste. Kampfgold, 20%, das verzaubern sogar manche gar nicht. Aber ja, Goldbonus 10% extra, ein Bier pro Tag extra trinken und 10% Chance auf random Gegenstände bei der Taverne. Und ich habe jetzt so viele, Moment, hier kann man es besser sehen, so viele teure Waffen gesammelt. Alle mit 10 Millionen Gold Verkaufswert. Mehr geht gar nicht. Okay, die ist mit 1 Million, die hat sich da noch reingeschummelt. Aber die alle mit 10 Millionen. Und wenn eine Zutat nämlich bei der Hexe dran ist, bekommt man außerdem den doppelten Verkaufswert an Gold. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 11 Items. Das heißt, das sind in Summe 220 Millionen Gold, die ich mir einfach nur so hole. Und ich meine, 110 hätte ich sowieso auch bekommen, aber 110 Millionen Gold extra gemacht. Nur weil ich ein bisschen... Hallo Waffe? Was ist los in letzter Zeit? So, wo waren wir? Also 110 Millionen Gold extra gemacht. Jetzt sagt sie die Zutaten, aber das ist ein Anzeigefehler. Ja, ich bekomme trotzdem hier 20 Millionen. Und nochmal. Und nochmal. Und 110 Millionen, das sind 11 Skillpunkte für die teuersten Werte. Und ja, ich meine, wenn man das ab und zu macht, das muss man ja nicht bei jedem einzelnen Gegenstand machen. Aber ab und zu, wenn man so teure Dinge hat, dann fällt das schon ins Gewicht auf lange Sicht. Und ich habe jetzt endlich Platz. Mann, ist das schön. Ich hatte so ein Messi-Inventar mittlerweile, aber genau. Alles leer, ich weiß gar nicht wohin damit, was soll ich jetzt mit so viel Platz machen? 419 Millionen Gold. Zuerst mal habe ich die Begleiter gar nicht alle hochgelevelt. Seit 2 Level-Ups, das mache ich natürlich auch noch. Kostet einiges an Gold. So, und nun gönne ich mir aber natürlich komplett in die Intelligenz rein. Ich will mehr Schaden austeilen, Schaden, 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 auf geht's. Heieiei, endlich, jetzt kann ich eigentlich damit anfangen, wieder für... Weiß nicht, irgendeine andere Zutat ein bisschen zu sparen, wenn ich teure Items finde. Mal schauen. Hier nochmal ein Früchtchen für Tritosdach, der ist auch bald auf 100 und dann 200 hoffentlich irgendwann. Na gut, hier bin ich sowieso durch, aber jetzt mit diesem neu gewonnenen Gold und dem Inventarplatz vor allem, kann ich mich wieder in den Wirbelwindsturm stürzen und dann wieder ein bisschen was bunkern. Denn hier bekommt man so viele Items und die geben immer 10 Millionen Gold. Also das ist zum Beispiel ein Talisman. Jetzt müsste ich warten, bis im Zauberladen die Zutat der Talisman ist. Und das ist übrigens dann immer für den gesamten Server gleich. Wenn bei mir Talismane sind, sind bei allen anderen Leuten auf Welt 14, Server 14 auch Talismane. Aber, und das ist wichtig zu bedenken, wenn auf S14 Talismane wären oder jetzt Waffen, dann ist nicht automatisch auch auf allen anderen Servern die Zutat Waffen. Denn die Zutaten sind von Server zu Server individuell. Nur die Elemente bei den Pets, was heute hier dran ist, zum Beispiel Schatten, 19, ist auf allen Servern gleich. Wenn ich jetzt keinen Schwachsinn labere. 617 ist schon ein sehr guter Edelstein. Der, ja, könnte ich vielleicht sogar fast mal upgraden und wechseln. Schauen wir mal, was das Epic Event bringt. Weil beim Epic Event sind ja auch die
ist die Chance auf Epics. Ach komm, ist die Chance auf Epics aus der Taverne erhöht. Und naja, mit einem glücklichen Händchen, wer, ich sag immer so, wer 2 bis 3 Charaktere hat, der kann am gesamten Wochenende, wenn man die komplette Abenteuerlust spielt, mindestens auf irgendeinem Server ein zufälliges Epic finden. So, wenn man ein bisschen Glück hat. Da kann das schon sein. Meine Highlights waren irgendwie auf beiden Servern Kundschafter und Kundschafter und Magier hier. Und es geht wieder los mit Waffen. Hey, das kann ich ja heute reinschmeißen. Spitze. So, Kundschafter und Magier hatte ich jeweils ein zufälliges Epic. Und das ist schon fein. Vielleicht sogar im Laden, ohne zu blättern. Das kann auch passieren. Von daher mal schauen. Und dann, wenn ich kein neues Epic finde beim Epic-Event, werde ich eventuell irgendeinen alten Edelstein aufbessern. Aber immer sollte man das auch nicht machen, nur wenn man zum Beispiel sieht. Jetzt nur ein Extrembeispiel. Irgendwie, weiß nicht, hier, sagen wir mal, dieser Intelligenzstein, der hätte 3 Intelligenz mehr als dieser Stein. Dann lohnt sich für mich, finde ich, das Wechseln nicht, denn ich könnte den Stein auch für fast 8 Millionen Gold verkaufen. Das ist ein Skillpunkt. Und ob ich jetzt hier 3 mehr habe, indem ich den Stein austausche oder direkt einen Permanent hier reinbuttere, da wähle ich lieber den permanenten Skillpunkt, weil dann bekomme ich wieder einen Edelstein, der hat wieder +2 oder so, wechsle wieder und so. Ja, die Steine geben auch viel im Verkauf eben, deshalb wechsle ich nicht immer sofort nach jedem kleinsten Upgrade, aber ab und zu, das sind jetzt schon mittlerweile 17 Attribute, wenn ich vergleiche mit hier 602 oder sagen wir 15, sind 15 auf alle Attribute extra, das kann sich dann schon lohnen, aber nicht für jeden kleinsten Punkt sofort einen neuen Edelstein. Ringe habe ich, wie ich gesehen habe, jetzt echt einige, also da könnte ich auf diese Zutat sparen, beziehungsweise eben was mein Inventar so hergibt, aber eigentlich finde ich es echt schön, mal sowas Leeres zu sehen. Aber hey, in 2 Tagen ist das wieder Messe-Inventar. Daran sollte ich mich, glaube ich, jetzt nicht gewöhnen. Aber ich bin wirklich überrascht, wie weit ich... Und wieder Waffen! Ja, mega! So, ich bin wirklich überrascht, wie weit ich hier heute komme. Oder im Allgemeinen, wie weit ich hier mittlerweile komme durch den Gladiatorentrainer. Weil irgendwann gab es eine Zeit, da ging es im Wirbelwindsturm nicht mehr weiter. Und ich meine, nochmal Gevatter Tod. Ich meine, ich bin dann bald durch. Es gibt nur, unter Anführungszeichen, 1000 Etagen. Und keine Ahnung, wie weit kloppe ich mich da jetzt schon. So, 70.000 Stärke. Der ist auch noch keine Dungeon-Bremse, glaube ich, weil ich habe jetzt einfach nur kaum kritisch getroffen. Deshalb ging der nicht down. Komm, einen überlebst du noch. Jawohl. Och, Schilling. Jetzt reiß dich mal am Riemen. Ich muss schon kritisch treffen. Sauber. Sehr schön. Ich habe sogar wieder einiges an Gold zum Verskillen. Was haben wir hier? Einen iPod, der AI. Boah, der war ja fast ein One-Shot. Was ist mit dir los hier? Hast du gelernt überhaupt? Oh, ein Epic. Die gibt es ja nicht oft im Wirbelwindsturm. 611 auf alle Attribute. Meine Handschuhe sind 10-mal aufgewertet und sind ein 3er-Epic. Von daher, danke, aber nein, danke. Danke, Anke. Ich glaube, mein Marquard will die auch nicht haben. Nö. Nö, 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 nö. Dann bekommt sie ganz einfach die nette Toilette. Rein damit. Und was kommt raus für die Kundschafterin, für die Kunigunde? Eventuell will die was haben. Die schon eher. Und vor allem, Moment, da jetzt mal kurz überlegen, weil der Marco hat, der bekommt sowieso von mir immer alles reingeschoben. Aber hier ist ein schwarzer Edelstein mit 404 auf alle Attribute. So, was bedeutet das jetzt? Beziehungsweise, Moment mal, welches Level war das eigentlich? Ja, das war eigentlich ein aktuelles Epic. So, was haben wir hier? Einen Hut. Der Hut tut gut, heben wir eben noch auf. Kurz mein Gedankengang. Wenn ich ihr jetzt diese neuen Handschuhe gebe, muss ich einen Edelstein reinsetzen. Und der Edelstein wäre circa ein Upgrade von 200 auf alle Attribute. Ich habe zwar gesagt, nicht so häufig Edelsteine wechseln, aber das für den Begleiter sind 200 auf alle, das kann man schon machen. Und dann nehme ich jetzt den 617er. Kabums. Und dann halten diese Handschuhe definitiv wieder eine lange Zeit. Genau. Ja, und die waren schon überall, Klo etc., die kann ich wegschmeißen. Und weil ich vorhin über Verzauberungen gesprochen habe, übrigens, Verzauberungen
gelten nicht für Turmbegleiter. Also, wenn der... die werden angezeigt. Hier steht Erfahrungsbonus 10%. Ja klar, aber der Turmbegleiter kann sowieso keinen Erfahrungsbonus haben, aber auch die anderen, kritischer Schaden und so, das zählt für die Begleiter nicht. Die bekommen diese Boni nicht, sondern nur man selbst. Genau. Ja, spitze, doch, das war fein. War schon in Ordnung. Schaffe ich jetzt noch einen eventuell, vielleicht noch mit einer Waffe dann als Belohnung. Der Zinnvalide Zinnsoldat, den kloppen wir noch weg. Einen Gürtel, dann Tritosdach, geht auch noch klar. Jetzt geht's aber wirklich ab. Bisschen mache ich noch, aber das Inventar sollte nicht zu voll werden. Okay, jetzt reicht's dann. Die Items hebe ich mir eventuell wieder auf, mal schauen, was am Wochenende so dran ist an Zutaten. Und der Rest, man darf nicht vergessen, wenn ich die, ich queste immer volle Abenteuerlust und da passiert es schon häufig, dass ich Früchte erhalte, die ich aber schon, obwohl ich schon dreimal gefüttert habe. Von daher, so, wen greifen wir an? Mal wieder die goldene Mitte, den Schlumpfer. So, rote Zahlen will ich sehen, Schilling. Boah, danke schön. So lange passiert nichts und dann am Ende 100 Millionen. Ich hätte den einfach zweimal weggekloppt. Sehr schön. Gut. Pets, was ist heute? Hier haben wir Schatten. Ja, du hast 19. Eigentlich bei 19. Da geht nichts schief. Ich starte mit Wasser. Genau, vor allem hier jetzt schon sehe ich, ich glaube, Brombeeren werde ich heute zu viele haben. 708 mit 20. Früher, wo 100 das Maximum war, hätte ich gesagt, ja, krass jetzt so, aber mittlerweile... Wenn du nur ein 700er Level hast, kannst du den letzten nicht weit gelevelt haben. Mal schauen. Preußen. Ja, aber 146 finde ich eigentlich viel für dein Gesamtlevel. Das ist schon in Ordnung. Muss man wirklich sagen. Und Daiblatz 120. Weiter geht's. Ich bekomme jetzt, kaum ist man hier ein bisschen weiter unten. Das ist schon fast, ich will nicht sagen langweilig, also nicht böse gemeint oder falsch verstehen, aber... Ich will schon ein paar starke Gegner, wo ich auch vielleicht mehr Ehre gewinnen kann und wo es ein bisschen spannender ist, aber okay. Egal wie es ist, immer regt man sich auf, oder? Ja, so in etwa. Genau, und jetzt zum Beispiel die Früchte muss ich aufheben. Wenn ich da sogar noch eine erhalte, schauen wir uns das mal an, was der Schilling mit Schatten so kann. Mann, beste Reime, Haus, Maus. Genau, ich glaube, ich kann beim VBT oder JBB überall gleich mitmachen. Jawohl, sehr schön. Und die sind dann für morgen. Ich kann natürlich auch jetzt Zornox füttern. Aber nö, mache ich nicht. Ich will lieber den sofort auf 200, als alle so ein bisschen. Aber wenn es wirklich gar nicht geht, müsste ich das natürlich, wenn mein Inventar nichts anderes hergeben würde. Und diese Quest, Leute, das ist ein Charakterlevel 456. Und ich bekomme hier weniger EP als Unge. Das ist kein Witz. Ich glaube, sogar Unge bekommt gerade mehr Erfahrungspunkte für seinen... Klar bekommt er mehr. Der bekommt viel mehr. Es ist krass. Oh Mann, so miese Quest. Es wird dann einfach immer und immer weniger, was man so an EP hier rauszieht. Habe ich hier eigentlich schon gedreht? Nein. Aber die Coins halten sich sowieso in Grenzen. So. Das hier aus dem Glücksrad, das wird aber so verkauft. Das ist nichts Besonderes. Eine Frucht habe ich ja... Ach so. Ja, und schon geht's los. Schon geht's wieder los mit dem Inventar. Ich meine, den Ausdauerstein hier, den kann ich verkaufen dann. Werde ich vermutlich auch machen. Aber noch kaum Abenteuerlust heute erledigt und schon ist das Inventar voll. Hier bin ich gut weitergekommen. 745, das geht klar. Festung, was haben wir da noch so? In der Unterwelt zum Beispiel. Ja, nichts Besonderes. Wirklich nichts Besonderes. Krümeline nach wie vor wird hier angegriffen. Genau, ich hoffe ja, dass ich das Feature dann, müsste ich jetzt schon... haben auf S14. Zählen wir mal mit. Schaffe ich es in 3 Sekunden? 3, 2, 1. Ja, so in etwa. Genau, man kann alles mit der Tastatur bedienen. Ganz praktisch. Numpad hier, Taste 8, Taste 9, Taste 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Gut, na dann würde ich mal sagen, noch einen kleinen Abstecher rüber zu S33, wo mir gestern ein Malheur passiert ist. Ein wirkliches Malheur. Und zwar... heute war das. Okay, genau, weil gestern ist morgen von heute oder wie auch immer. Aber dann habe ich den schon angegriffen, ärgerlich. 0%! Der hat vielleicht noch, ich weiß nicht, 100.000 Lebenspunkte gehabt oder so.
Der hat einfach 0%, Mann. Ich meine, wie viel Pech kann man haben? Das kann doch wohl echt nicht wahr sein, oder? Na gut, was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf übermorgen. Morgen geht er dann aber hoffentlich down. Erstmal füttern, das waren alles Früchte, die ich gestern nicht mehr angebracht habe, weil die schon satt waren. Dann hole ich mir gleich noch eine Frucht ab, würde ich sagen. Ha, lustige Anzeigefehler, die Goblins haben einfach mal angegriffen. Aber ansonsten, hier tut sich gerade sowieso nicht so viel. Da werde ich nicht viel Zeit verwenden, / verschwenden. Mal schauen, ob jetzt am Wochenende wieder ein Raid stattfindet. Wäre genial, weil der Trank des ewigen Lebens läuft noch. Den habe ich extra... Oh, schön. Den hebe ich mir auf. Den habe ich extra wegen der Raids aktiviert, den Lebenstrank. Von daher mal schauen. Und wenn der schon mal läuft, kann man vielleicht noch... Oh, hier ist was fertig geworden. Was habe ich denn da ausgebaut? Gladiatron-Trainer ist schon voll. Ich glaube Zeitmaschine oder Goldgrube, irgendwie sowas. Dann machen wir gleich direkt nochmal die Zeitmaschine. So, dass der ein bisschen schneller leveln kann. Dann gibt es mehr Bonus-Alu hier als gespeicherte Abenteuerlust. Zeitmaschine ausbauen, 5 Tage. Genau. Aber was wollte ich ihm machen, zeigen, sagen? Wo? Ich mach. Ach, machen wir hier. Kämpfen wir gegen Harry. Mal schauen, ob wir das packen. Der sieht böse aus, aber nö, mit 17.000 Intelligenz müsste der noch machbar sein. Gibt er ein Epic oder nicht? Er gibt... Nein, kein Epic. Schade. Schade Schokolade, aber dafür 100 irgendwas Millionen Erfahrungspunkte. Immerhin ein kleiner Boost für mich. Genau. Aber ansonsten würde ich mal sagen, soll es das hier für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.